Bewaffnet. Hallo, hier ist das LSPD. Komm mal durch. Einmal mit gehobenen Hallo. Händen Hallo, mal mit gehobenen Händen rauskommen, bitte, scheiße. Ja, warte, lass mir eben meinen Besen wegstellen. Keine falsche Bewegung. Ich will nicht den Taser benutzen müssen, Sir. Genauso sieht es nämlich aus. Sie mit gehobenen Händen weg. Raus, scheiße. Nehmen die Hände hoch und komm hier raus, verdammte Scheiße. So sieht es nämlich aus. Sofort. Hallo, bleiben Sie doch locker. Scheiße. Da, ich bin, ist doch alles cool. Hände nach oben. Ja, lass mal meinen Kollegen, der macht auch noch eben so einen Besen weg. Hallo, so. Was machen Sie denn hier? Was wird denn das? Ja. Wir fegen den Laden. Wir haben hier einen stillen Alarm gemeldet bekommen. Hä? Was für stillen Alarm? Na, einen stillen Alarm. Ich habe gerade gesehen, wie ein Kollege, der mit das umgefuttert hat, der Person da vorne. Erklären Sie sich das? Der hat sich Anweisungen geben lassen von der Lady da vorne. Darf ich meine Hände runternehmen oder so? Weil ihr könnt mich auch gerne durchsuchen. Ich hab nichts. Da ist er. Nehmen Sie die Hände runter. Jut. So, also. So. Der Herr soll nochmal bitte rauskommen. Genau, ja. Wie bekomme ich mein Geld von der Dame? Alles klar, Scheiße, ja. Ich mein. Ja, ich geh mal rein und quatsch mit der Dame. Ja, frag die nicht einmal. Alles klar. Hallo. Ist da irgendwie an den Knopf ja. Ja, so aushilfsjobmäßig, ne? Ich muss hier kurz zwischen ihr Beine warten. Ja. So. Oh, Scheiße, was? Das willst du nicht wissen. Oh alles Gott! Scheiße, Frage. Sie haben mir voll das Bein weggerissen. Was wird denn das? Scheiße. Sorry, jetzt kommen Sie bitte mal mit raus hier. Scheiße. Also ich bin ehrlich, ich bekomme 5 Dollar die Stunde. Ja, machen Sie das. Ich bin ja ein netter, ordentlicher, ehrlicher Bürger. So. Bitte anfahren. Also. Ich habe auch gar nicht nötig, so eine arme Frau einfach rauszunehmen. Das ist ja doch. So, also ich habe gerade mit der Dame gesprochen. Ja? Ich habe gehört, hier ist das ein bisschen ausgeartet. Sie haben scheinbar die Frau beleidigt. Ja, weil weil die Frau gesagt hat, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Stimmt das? Ja, das kann schon sein, also, dass wir ein bisschen lauter geworden sind und sie dann meinte da irgendwie, keine Ahnung, Faxen zu machen und sie zu rufen. Aber wie gesagt, ja. Wir wollten nur unseren Job machen. Keine genauen Angaben. Ja, und dann macht ihr so patzige Aussagen, was wir zu tun haben und in welche Richtung wir fegen sollen, weißt du, das ist, also komm, seid ehrlich, hättet ihr auch keinen Bock. Weil sich um mehrere das so ja, das stimmt schon. Du wirst hier schon für 20 Dollar bezahlt, ja? Die sagt mal, so feg mal durch, kriegst 20 Dollar, ja? Das ist, also was willst du mit 20 Dollar anfangen? Da sind wir uns mal ehrlich, Jungs. Das stimmt. Ich werde nochmal reingehen und spreche nochmal mit der Dame hier. Ja, versuch die mal ein bisschen zu beruhigen. Die ist halt echt uncool. Alter, hätte ich der Schlampe mal das Jochbein gebrochen. Wechseln. Nein, das ist. Also hätte ich. Also. Wir wollten gerade was? Hätte ich der netten Dame mal geklettert. Sie wollten das Jochbein brechen? Nein. Schon. Sie nehmen jetzt die Hände hoch, verdammte Scheiße. Oh nein, Scheiße, du schon wieder. Du Scheiße. Ach, du Kacke. Ja, aber lass uns die Hände hoch. Ach, du Scheiße. Scheiße! Scheiße! Was denn das hier? Yo, fuck! Nimm den Taser runter, Mann! Tu nichts, was du willst! Scheiße, genau! An die Wand! Ihr Schwerverbrecher! Oh Gott, der läuft! Flüchtig! Oh, Scheiße! Komm her, du! Du kleiner Frechdachs, komm her! Scheiße! Okay, aber ich mach dir ein Deal! Du bleibst stehen und dann ist alles gut! Scheiße! Er begibt sich mal auf die Suche nach den... Scheiße, wo ist er nur? Wo ist er nur? Wo ist er nur? Scheiße! Oh Gott! Oh Gott, haben Sie mich erschrocken, Scheiße! So, jetzt kommen Sie sofort mit, Scheiße! Natürlich, kommen Sie mit! Scheiße! Die kommen jetzt sofort hier mit, ey! Das geht doch nicht, ich musste hier schon sprinten! Aber warum? Weil Sie weglaufen hier, Scheiße! Ja, weil ich habe Angst vor Tasern, Mann! Oh, Scheiße, ja, das glaube ich Ihnen! So oft getasert, ohne Grund, das ist Scheiße, 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 Scheiße! Ich bin nicht in die richtige Richtung fähig. So! Was ist denn los? Sind da Drogen drin? Willst du gucken? Kannst du ja eine nehmen, probier mal. Ich hol mir kurz einen Check, was die Dame. Ich teile gerne. Nein, die Dame hat gesagt, sie soll nicht mehr den Laden betreten. Hier, die Dame hat mir was gegeben für sie. Hier. Dame hat das hier gegeben, hat gesagt, sie sollen das beide nehmen und können sich das in den Arsch schieben, sind gefeuert. So hat die das gesagt. Ja. Hat sie echt gesagt? Hat sie gesagt. Komm, mach mir die Handschellen los. Nein, nicht fertig machen, Scheiße. Ich mach Ihnen die Handschellen los. Mach mir die Handschellen los. Genau, Sie fahren einfach weg von hier. Dann drehen Sie sich um. Komm, wir verpissen uns. Die wird mich nie wiedersehen. Die wird mich auch echt. Ey, wir haben so gute Arbeit geleistet, Bro. Ohne Witz, Alter, ohne Witz. Weißt du, und wir werden dafür angemacht, dass wir nicht nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links fliegen. Geben das wieder, was die Frau gesagt hat. So, die verziehen sich jetzt an einer anderen Stelle. Sofort, weg mit denen. Komm, Dicke. Okay, bitte, hau mich nicht. Ciao, Jungs. Jo, ciao. So, jetzt gucken wir mal hier drinnen. Guten Tag noch. So. Naja, geht schon, ne? Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Dreck noch. Ja, ist ein bisschen, aber die haben echt gute Arbeit. Ja, guck mal, hier glänzt das sogar. Wieso sagen sie denn sowas, Mann? Scheiße, das können sie doch nicht machen mit den armen Leuten. Das ist echt, die waren doch echt in Ordnung.
Ja, solche guten Arbeiter finden sie dich nochmal. So, also wir müssen jetzt, geht weiter. Also, wenn ich meine Arbeit so gut machen würde, ich sag's dir. Ja, dann wären wir befördert worden. Dann wären wir befördert worden, eben. Ja, wollten Sie, Was wird denn das hier, du kranke Schwein? Verzieh dich! Pete und der Nachname? White. White, ja, deine Fick Nummer? Fick dich selber, du Arschloch. Ja. 5, hast du? In so einem... In so einem Fall wie bei dem Herrn mit dem Fahrrad, darf man dann den Taser benutzen oder da muss man ja, den runterkloppen? Also erst einmal höflich vielleicht von der Straße bitten, dann immerhin hinter auf der Gegenfahrer. Ich muss ausparken, danke. Scheiße, oh. Du wahnsinnig. Hey, was soll ich aus hier, Mann? Sie stehen, scheiße, verdammte Kacke. Was machen Sie denn hier? Warum machen Sie denn das? Sagen Sie mir das jetzt mal. Gibt's ein Problem? Warum machen Sie denn das hier die ganze Zeit? Sie fahren hier rum, belästigen andere Leute, fahren auf der falschen Spur. Darf ich hier nicht rumfahren oder was? Ja doch, aber kein Mittelfinger zeigen oder wenn wir sagen, hören Sie mal auf damit, dann fahren Sie weg. Verdammte Scheiße. Okay, okay, also darf ich kein... Also da... Ey, yo, ey, Shorty, Bro, halt mal die Schnauze, okay? Ich red nicht mit dir. Entschuldigung? Ey, du hast mich gehört, ich red nicht mit dir, okay? Ich hab das nicht so richtig verstanden. Ey, yo, Shorty, ich red nicht mit dir, halt die Schnauze, okay? Ja, aber ich... Na, steig jetzt mal von dem Fahrrad hier ab, okay? Ich dich, Bro. Ey, yo, fuck them cars, Bro. Oh, da kam der Taser-Piep, verdammte Scheiße. Du Arschloch, du. Du denkst, du kannst ja alles machen mit uns, oder was? Das willst du nicht, Freundchen. Scheiße. Was wird denn das hier? Verdammte Kacke. Scheiße, du fickst hier mit dem falschen Gangster, ich sag's dir. So. Ich nehme mal kurz das Fahrrad von der Seite. Scheiße.